Ja. Ob wir das hinkriegen, ist eine andere Frage. Wohin? Ey, was für ein Fahrzeug willst du bei der Justiz anmelden? Justiz. Was willst du denn da? Den X-Bow. Ich will den X-Bow anmelden. Ja. Was macht ihr, wenn die das nicht machen? Darf ich fahren? Was? Darf ich nicht fahren? Ey, ruf uns an. Nee. aber wir. Ab zum Justiz! Und denk dran, das Teil ist schneller als der Lambo. Ja, dann sollte man besser Platz machen. Platz! Aber pass auf der Brücke auf, ne? Der bricht da immer ganz gerne aus. Komm schon! Oder bleibt hängen. Driver, stop your vehicle. Was? Zur Hölle mit dir! Fahr einfach voll durch, fahr einfach voll durch! Als ob ich jetzt anhalten würde. Ich glaub's geht los. Oh. Huch. Ach, ist Ebbe, alles klar, oder? Ja. Nein! Ja, so viel mit Fahrzeug anmelden. Ja. Ach, ich war trotzdem so, Justiz, so richtig ein auf Trocken. Ja, du musst mich führen, ich hab keine Ahnung, wohin, wo Straße, ja, wo ist irgendwas. Ja, warte bis nach da vorne, warte. Ja. Da vorne kommt jetzt gleich Hafengelände, jetzt da einfach rechts rein, da kommt Straße. Geil. Und jetzt müsstest du eigentlich nur noch mal kurz links abbiegen, dann wieder rechts abbiegen und aufpassen, dass du keinen Unfall baust. Hier, links? Ja, rechts. Was denn nur? Rechts. Ja, rechts. Da wird das nichts mit abhauen. Eh nix. Hallo, Polizei. Hallo. Ja, hup, hup. Nur zur Info, wir sind gerade unterwegs zum Justizgelände, weil wir den anmelden wollen. Oh, wenn jemand fragt, du bist gefahren. Ja. Nein. Ja, der Reifen ist orange. Ach ja, geht noch. Wir sind da. Zum Fick. Da ist gerade ein... Alle stehen. Hi. Wir bleiben jetzt. Was? Hi. Umdrehen, Hände über den Kopf. Was ist denn los mit ihm? Aber kurz die Hände über den Kopf. Ja, kein Problem, Sir. Sie sind erstmal vorläufig festgenommen. Warum? Hallo. Heaven's California. Wenn wir es einfach mit reinnehmen. Ja, klar. Haben Sie eine gute Entscheidung getroffen, direkt hierher zu fahren? Ja, ich treffe nur gute Entscheidungen, aber das kann man denn eigentlich nicht als erzieherpolizeiliche Maßnahmen. Nee, kann man, also, nee. Du schwarz-weiß mit dem X-Bow jetzt letztendlich gefahren. Lüge! Ich bin nicht gefahren, Lüge. Er ist definitiv gefahren. Wer sagt das? Ich habe sie gesehen, wie sie ausgestiegen sind. Ja. Und wir haben sie darum gebeten anzuhalten und sie haben gesagt, nö. Er wollte schnell den Platz tauschen. Gut, dann haben wir ja den Fahrer hier. Das ist natürlich das Führen eines illegalen Fahrzeuges. Das war dann in Zivilpolizei und Fahrerflucht. Ich habe gesagt, stehen bleiben, ich bin stehen geblieben. Ja, eigentlich auf dem Straßenverkehr. Ich weiß nicht, brauchen wir da Gerichtsverhandlungen? Oder sehen Sie es ein? Also, nein. Ja, der Herr hat gerade eben. Ich bin unschuldig, Sir. Welcher Herr? Und arm. Gut. Tun Sie mir das doch nicht an. Also, sicher? Machen wir eine Gerichtsverhandlung hier. Wir machen eine Gerichtsverhandlung, wunderbar. Aber ich werde auch jetzt direkt vor Ihren Augen. Schnauze! Hä? Dann eröffne ich hiermit das Verfahren gegen den Herrn Vito Colesi zu meiner Linken. Und die Anklage übernimmt in diesem Fall der Herr Schwarz von der Federal Police of Danoa zu meiner Rechten. Mein Name ist Eddie Franklin Clark, der Richter in diesem Fall. Herr Schwarz, dann können Sie bitte einmal mit dem Tathergang, mir den Tathergang schildern. Ja, der Tathergang war das, dass wir die Frau Letty Diesel, die jetzt momentan nicht als Zeugin geladen ist, weil sie es nicht gesehen hat, aus dem Hauptquartier entlassen haben, nachdem sie in einem Verhör bei uns zu Gast war. Daraufhin wollten wir uns wieder auf den normalen Streifendienst begeben. Und der Herr Montero ist in diesem Moment
mit seinem Fahrzeug, mit dem X-Bow, beziehungsweise scheinbar mit dem Fahrzeug von dem Herrn Polesi auf die Brücke. Aufgrund dessen, dass das Fahrzeug in unseren Augen keine Straßenzulassung hat, sind wir natürlich auch hinterhergefahren, haben mehrfach Anhaltesignale gegeben. Daraufhin wurde aus diesem dachfreien Fahrzeug gerufen, dass sie nicht anhalten werden. Es wurde sich über unser Hupen, um Aufmerksamkeit zu erregen, lustig gemacht, indem das Hupen nachimitiert wurde. Und es wurde sich mehrfach den Anweisungen widersetzt, die wir aus dem Fahrzeug gegeben haben. Nach einer etwas längeren Verfolgungsjagd über die Brücke, die von dieser Insel direkt zum Hauptquartier führt, sind wir hier direkt vor dem Justizgebäude gelandet und haben die zwei Herren vorläufig festgenommen. Und so sind wir nun hier gelandet. Vorgeworfen wird dem Herrn Montero nach Paragraph 4 Absatz 4 Herr Colisi. Herr Colisi ist angeklagt. Herr Colisi, Entschuldigung. Wird dem Herrn Colisi nach Paragraph 4 Absatz 4 Straßenverkehrsordnung eine Geschwindigkeitsüberschreitung zwischen 25 und 50 km/h vorgeworfen? Nach Paragraph 2 Absatz 5 Straßenverkehrsordnung ein gefährliches Eingreifen in den Straßenverkehr. Paragraph 4 Absatz 1 nicht beachten Strafgesetzbuch. Paragraph 4 Absatz 2 Strafgesetzbuch Entziehung polizeilicher Maßnahmen. Paragraph 4 Absatz 4 Widerstand gegen die Staatsgewalt nach dem Strafgesetzbuch. Und Paragraph 5 Absatz 1 der Straßenverkehrsordnung, das der Besitz eines nicht straßenzulässigen Fahrzeuges. Gefordert wird ein Strafmaß in Höhe von $13.550. Alles klar. Dann möchte ich Ihnen die Möglichkeit bieten, Herr Schwarz, dass Sie dem Angeklagten die Möglichkeit geben, beziehungsweise ob Sie ihm ein, umgangssprachlich gesagt, ein Deal, beziehungsweise einen Vergleich vorschlagen möchten, von wegen, wenn er sich in, was weiß ich, ärztliche Behandlungen begibt, dass er dann lediglich die Hälfte der Strafe zu zahlen hat oder ähnliches, wenn er sich schuldig bekennt. Wir würden dem Herrn ein Deal anbieten. Und zwar hätte er 120 Sozialstunden im Krankenhaus abzuleisten, das heißt Betten beziehen, die Flure fegen, die Fahrzeuge waschen und so weiter. Dazu wäre dann noch ein Bußgeld in Höhe von $7.550 erforderlich, wenn der Herr sich schuldig spricht. Herr Colisi, möchten Sie darauf eingehen, auf diesen Deal? Negativ. Negativ, alles klar. Gut, dann, Herr Colisi, dürfte ich, beziehungsweise muss ich Ihnen ein bisschen Zeit gewähren, falls Sie diese beanspruchen möchten. Noch einmal, normalerweise beraten sich in dem Moment mit seinem Anwalt, da kein Anwalt da ist, müsste sich selbst verteidigen. Ja. Aber auch Sie alleine können sich ja gegebenenfalls vorbereiten. Entsprechend wollen Sie nochmal ein paar Minuten Zeit haben, um sich nochmal ein paar Sachen zurechtzulegen? Nein, alles gut. Ich würde auch gerne ein paar Worte dazu sagen, bitte. Das käme jetzt dann. Eine kurze erstmal, Vorbereitung. Schnauze! Erstmal, würde ich Ihnen jetzt noch einzeln die Vorwürfe bzw. die Anklagepunkte vorbringen und Sie bekennen sich schuldig, teilschuldig oder unschuldig. Nur wirklich diese Wörter. Danach haben Sie die Möglichkeit, sich zu verteidigen bzw. Ihre Sichtweise zu schildern. Okay. Haben Sie das so mit? Ja, alles klar. Alles klar. Okay. Der erste Anklagepunkt, Paragraph 5 Absatz 1 StVO, das Führen des nicht straßenzulässigen Fahrzeuges. Nicht schuldig. Nach Paragraph 4 Absatz 3 StVO, die Geschwindigkeitsüberschreitung von 25 km/h. Nicht schuldig. Nach Paragraph 2 Absatz 5 StVO, der gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr. Nicht schuldig. Nach Paragraph 2 Absatz 4 StVO, die Fahrerflucht. Nicht schuldig. Nach Paragraph 4 Absatz 1 StGB, nicht beachten polizeiliche Anweisungen. Nicht schuldig. Paragraph 4 Absatz 2 StGB, Entziehung polizeilicher Maßnahmen. Nicht schuldig. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte nach Paragraph 4 Absatz 4 StGB. Absolut nicht schuldig. Alles klar, dann dürfen Sie jetzt begründen, warum nicht schuldig in allen Anklagepunkten. Korrekt. Herr Schwarz. Und Herr Carter, war das richtig? Ja. Wer von Ihnen ist gefahren?
Ah, der Herr Schwarz, glaube ich. Ich bin gefahren. Gut. Wer von Ihnen hat mich angeblich als Fahrer erkannt? Das war ich. Sie waren das. Es war Nacht. Es ist nach wie vor Nacht. Sie als auch Ihr Kollege tragen beide sehr dunkle Sonnenbrillen. Wie zur Hölle konnten Sie mich oder überhaupt irgendwas erkennen? Einspruch. Der Herr zweifelt gerade an meiner Tauglichkeit im Polizeidienst. Das tue ich tatsächlich. So nicht stattgegeben aufgrund dessen, dass er nicht die Tauglichkeit direkt bezweifelt, sondern lediglich sein Sehvermögen bei Nacht Form mit dieser hässlichen Sonnenbrille. Das ist nicht persönliches. Aber Herr Kollege, wenn ich da Ihnen eine Frage stellen dürfte. Ja. Glauben Sie nicht, dass ein Mensch auch mit einer Sonnenbrille erkennen kann, ob da jemand am Steuer sitzt, der ein Sombrero aufhat oder kein Sombrero aufhat? Nein. Bei Nacht, ein Sombrero, der einen Durchmesser von ungefähr 3000 Metern hat? Nein, das glaube ich nicht. Herr Richter, Sie haben mir gerade meine. Herr Richter hat mir gerade mein Konter geklaut. Ja, was heißt Ihr Konter? Ich darf ja auch Fragen stellen. Ja, ich weiß. Ja. Nach wie vor muss ich darauf bestehen, dass ich nicht gefahren bin. So wie ich die Polizisten hier sehe, mit ihren schwarzen Sonnenbrillen, bei Nacht könnten sie mich unmöglich erkannt haben. Daher bitte ich Sie, sämtliche Vorwürfe gegen mich fallen zu lassen, da ich nicht der Fahrer war. Ich danke Ihnen. Herr Richter. Herr Carter, Sie haben nicht das Wort als Zeuge, werden Sie später aufgerufen. Herr Kollesi, ja. Darf ich überhaupt? Ja, Sie dürfen mir gerne, wenn Sie was wollen. Herr Kollesi. Ja. Hä? Hi. Herr Kollesi? Ja. Ist es richtig, dass Sie dauerhaft irgendwelche Sprüche aus dem Fahrzeug gerufen haben, während wir Sie verfolgt haben? Das ist gut möglich, aber das ist nicht strafbar. Ist es richtig, Herr Kollesi, dass nachdem Sie hier am Justizgebäude angehalten haben, dem Fahrzeug gesprungen sind und weggelaufen sind? Ich bin nicht weggelaufen. Ich wollte hier hin. Aha. Herr Kollesi, wie sind Sie denn bitte von dem Beifahrersitz, auf den Sie angeblich gesessen haben, über dem Fahrersitz aus dem Fahrzeug gesprungen und losgelaufen? Es ist ein offenes Fahrzeug und ich bin sehr gelenkig. Das ist wirklich keine Kunst. Herr Kollesi, können Sie sich vorstellen, warum wir davon ausgehen, dass wir annehmen, dass Sie der Fahrer sind? Nein, ich bin noch genauso verwundert wie vorher. Ganz einfach aus dem Grund, Herr Kollege. Ich weiß, wieso. Sie im Gegensatz zu Ihrem Kollegen kein Sombrero aufhaben, der einen Ummesser oder einen Umkreis von 10 Kilometern hat. Möglicherweise haben wir die Hüte getauscht. Bitte? Möglicherweise haben wir die Hüte auch getauscht. Kollege, Sie nicht in diesem kurzen Zeitfenster. Wir waren direkt hinter Ihnen. Das ist ein Hut. Wissen Sie, wie schnell man den aufsetzt und wieder absetzt? So schnell nicht, Herr Kollesi. Sehr schnell. Das ist ein Handgriff. Das hätten wir gesehen. Nee. Also, Herr Richter, aufgrund dessen, dass wir den Herrn Kollesi gerade eben am Justizgebäude hier vorne auf dieser Seite des Gebäudes haben auf der linken Seite aus dem Fahrzeug springen sehen, gehen wir davon aus, dass der Herr Kollesi der Fahrer war. Abgesehen davon spielt uns weiter damit rein, dass der Herr Kollesi eben während dieser Verfolgungsjagd unsere Hupe nachgeahmt hat und irgendwelche Sprüche rausgehauen hat, die das Ganze etwas in das Lächerliche gezogen haben. Das ist eine Unterstellung, Einspruch! War das gerade ein Schuss? Das ist keine Unterstellung, Herr Kollesi, das handelt sich dabei um eine Vermutung. Also, unterstellen Sie das. Aber, Herr Schwarz, da muss ich dem Herrn Kollesi... Das können Sie so gar nicht sagen, da muss er Einspruch erheben. Hab ich doch. Muss ich dem Herrn Kollesi recht geben, Spekulationen bitte hier rauslassen. Keiner hat hier irgendwas von Spekulationen gesagt. Der Herr Kollesi hat Einspruch aufgrund von... Vermutungen. Unterstellung eingehoben. Sie unterstellen mir Dinge. Sie lassen mich in einem schlechten Licht dastehen. Ich verbitte mir das. Dennoch habe ich Sie darauf hinzuweisen, dass Sie bitte Spekulationen unterlassen. Ich habe nicht spekuliert. Herr Kollesi, wollen Sie noch etwas dazu sagen? Das Einzige, was ich dazu anmerken möchte, ist, dass ich maßlos enttäuscht bin von der Polizei. Man wird hier echt behandelt wie ein Schwerverbrecher, obwohl ich unschuldig bin.
Ich wünsche mir, dass das in Zukunft etwas besser wird. Vielleicht trifft man sich ja mal auf einen Kaffee, damit wir uns alle näher kennenlernen. Das können Sie gerne außerhalb der Verhandlung führen, aber da ist hier nicht der richtige Ort für. Na gut. So, dann kämen wir jetzt zu dem Punkt, dass Zeugen vorgeladen werden können. Korrekt. Herr Schwarz, möchten Sie Ihren Zeugen vorladen? Ich rufe Ethan Carter in den Zeugenstand. Aber ja, warte, muss ich mir das Bein zubinden, einmal, weil ansonsten falle ich gleich um, Entschuldigung. Drei Tische. Bitte? In die Mitte aller drei Tische bitte einmal. Okay. So. Herr Carter, ich müsste Sie vorher, bevor Sie irgendetwas sagen, belehren, dass Sie als Zeuge dazu verpflichtet sind, die Wahrheit und nichts anderes als die Wahrheit zu sagen. Ich bitte Sie, mir dies zu bestätigen, indem Sie sagen, ich schwöre es. Ich schwöre es. Alles klar, dann bitte. Okay. Gut, also, mein Kollege, der Herr Schwarz, der hat ja schon den Tathergang geschildert. Ich kann das im Grunde genommen fast bestätigen. Alles in Ordnung. Ich persönlich muss ehrlich sagen, auch hier vor dem Zeugen. Herr Kollege, ist alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, Sie haben mir nur meine Verbände abgenommen. Wenn Sie so freundlich wären. Machen Sie ruhig weiter, lassen Sie sich nicht stören. Entschuldigen Sie. Erzähl ruhig weiter, Carter. Ja, ich erzähle einfach mal weiter. Ja. So, also, Dankeschön. Wie schon gesagt, was der Herr Schwarz geschildert hat, so ging es auch wirklich ab. Das kann ich 100% bestätigen. Ich habe den Herrn Kolesi gehört, wie er aus dem Fahrzeug geschrien hat. Auch jetzt, wo er dann eben vor mir stand und so weiter. Das ist auf jeden Fall richtig. Aber ich muss auch ehrlich sagen, hier vor dem Richter, dass ich ihn nicht direkt gesehen habe, wie er aus dem Fahrzeug gestiegen ist. Einspruch. Sie legen Einspruch ein gegen Ihren Zeugen? Richtig, weil er hier. Ja, doch mal. Bitte? Weil er hier Müll erzählt. Keiner hat ihn gefragt, was er gesehen hat. Es geht lediglich um den Tathergang. Herr Schwarz. Der Zeuge darf hier sagen, was er möchte, solange er. Keiner hat ihn danach gefragt. Hey, Herr Schwarz, ich weiß nicht. Ich hätte er das jetzt nicht von sich aus gesagt, hätte ich ihn gefragt. Entsprechend ist der Einspruch Quatsch und ich bitte Sie, solche Einsprüche zu unterlassen. Die Ahnung hatte ich gerade auch schon mal. Gut. Haben Sie. Okay. Also, wie gesagt, ich habe den Herrn nicht gesehen, wie er aus dem Fahrzeug gelaufen ist oder sonst was. Der Herr ist daraufhin an die Wand gelaufen, hat noch versucht zu flüchten. Nein. Meines Erachtens nach ist auch keine Spekulation. Der Herr hat es wirklich versucht. Einspruch. Ist ja nicht sofort angehalten oder sonst was. Dementsprechend war das ein Fluchtversuch. Das kann man auf jeden Fall mal festhalten. So, aber was ich gerade so eben erfahren habe, was auch eben schon gesagt worden ist, hat der Herr Montero, der da hinten auf der Bank sitzt, angegeben, er sei gefahren. Und das hat er hier eben gesagt, laut und deutlich. Das hat er neben mir nochmal laut und deutlich gesagt. Dieser Herr müsste eigentlich normalerweise angeklagt werden. Das heißt, Sie widersprechen Ihrem Kollegen eigentlich in jeglicher Hinsicht, dass der Herr Kolesi gefahren ist. Ich sage nicht, mein Kollege lügt. Das will ich feststellen, das will ich sicherstellen. Ich sage einfach nur, dass ich Einspruch. Dass ich nicht gesehen habe. Solche Kommentare vom Herrn Kolesi soll er bitte unterlassen. Ich ziehe meinen Kommentar zurück. Entschuldigung. Also, ich habe ja meinen Kollegen schon gesagt, oder ich habe ja hier allgemein schon gesagt, dass ich das persönlich nicht gesehen habe, weil ich mich nun mal nicht dran erinnern kann und nicht 100% sagen kann, wer wo gesessen ist. Ich habe da nicht drauf geachtet, bin ich ganz ehrlich. Und ja, dementsprechend, also das Einzige, was halt nun mal angeklagt werden müsste bei dem Herrn, laut meines Erachtens, ist die Flucht, das heißt vor uns, wo wir die angehalten haben. Wie bitte? Entziehung polizeilicher Maßnahmen. Genau, Entziehung polizeilicher Maßnahmen und dann auch noch, gut, ich weiß nicht, ob das ein Anklagepunkt war, die Beleidigung aus dem Fahrzeug oder so, oder das Schreien aus dem Fahrzeug. War das ein Anklagepunkt? Weiß ich jetzt nicht mehr. Nein, negativ war keiner. Okay. Dann im Grunde genommen nur die Entziehung polizeilicher Maßnahmen. Und wie gesagt, der Herr Montero hinter mir, der hat es hier einmal lautstark von sich gegeben, dass er gefahren ist, hat es auch nochmal neben mir bestätigt. Er müsste eigentlich als Angeklagter vorne sitzen. Herr Ehren? Ja, bitte? Dürfte ich bitte einmal kurz um ein Gespräch unter vier Augen bitten? Ist das nicht möglich, das hinterher zu tun, nach der Verhandlung? Nein. Geht um diese Verhandlung dabei. Okay, dann setze ich diese Verhandlung hiermit
für wenige Minuten aus. Ich bitte alle Beteiligten, den Raum nicht zu verlassen. Also, überdenken, was es geht. Herr Corlesi? Ja. Die Anklage zieht nach der bisherigen Zeugenaussage folgende Anklagepunkte zurück gegen Sie. Und zwar den Paragraph 4 Absatz 4 Straßenverkehrsordnung Geschwindigkeitsüberschreitung im Geschwindigkeitsbereich zwischen 25 und 50 km/h. Paragraph 2 Absatz 2 Straßenverkehrsordnung das gefährliche Eingreifen in den Straßenverkehr. Paragraph 4 Absatz 1 Strafgesetzbuch das Nichtbeachten polizeilicher Anweisungen. Paragraph 4 Absatz 4 Paragraph 5 Absatz 1 das Führen eines Fahrzeuges ohne gültige Straßenzulassung. Weitere oder folgende Anklagepunkte bleiben bestehen, und zwar der Anklagepunkt nach Paragraph 4 Absatz 2 Entziehung polizeilicher Maßnahmen. Einspruch. Und Paragraph 4 Absatz 4 Strafgesetzbuch Widerstand gegen die Staatsgewalt. Einspruch. Nicht stattgegeben. Wieso? Es ist eine Unterstellung schon wieder. Ich habe mich anstandslos festnehmen lassen, als er mich darum gebeten hat. Das ist so nicht richtig. Doch, das ist es. Kolesi, nein. Doch. Herr Kolesi, nachdem wir das Fahrzeug hier am Justizgebäude gestellt haben, nenne ich es mal, weil Sie scheinbar einen Unfall gebaut haben. Nein, sind wir Sie wollten aus dem Fahrzeug. Sind Sie aus dem Fahrzeug gesprungen und losgelaufen? Ich bin ganz normal ausgestiegen und gemütlich zur Tür gelaufen, weil ich hier hin wollte. Sie sind dort vorne aus dem Fahrzeug gesprungen und sind dann gesprintet hinten an die Tür. Nachdem wir dann mit dem Fahrzeug hinter Ihnen hergefahren sind, weil ich jetzt meiner Meinung nach fälschlicherweise angenommen habe, dass Sie der Fahrer waren, sind Sie dann unter dem Dach stehen geblieben, weil Sie gemerkt haben, dass Sie zu Fuß gegen ein Fahrzeug eher eine geringere Chance haben. Ich wollte hier hin, ich hatte gar nicht vor abzuhauen. Sie unterstellen mir das schon wieder. Sie haben gesagt, gehen Sie dann nicht durch stehen, bleiben Hände hoch, ich habe das sofort getan. Warum gehen Sie dann nicht durch den Vordereingang, Herr Kolesi? Ich kann doch durch die Eingänge gehen, welche auch immer ich für richtig halte. Ich weiß hier gar nicht, wo vorne und hinten ist. Beantworten Sie bitte meine Frage. Hören Sie, ich weiß hier nicht, wo vorne und hinten ist. Entschuldigen Sie, euer Ehren, wenn ich Sie einmal fragen darf, ist es unersichtlich, wo sich hier der Haupteingang befindet? Also, meines Erachtens nach ist das relativ eindeutig, wobei das auch auf Verwirrung rückschließen könnte. Ja. Weil wir dafür keinen Attest vorliegen haben, entsprechend. Das kann ich besorgen. Dann fragen wir doch mal den Zeugen Ethan Carter. Sie vorher Carter. Müssen. Jetzt, ja. Das konnte ich ja nicht wissen, dass das hier so eskaliert. Könnten Sie vielleicht aufhören, mich zu unterbrechen, Herr Entschuldigung, Kollege? Entschuldigung, Herr Schwarz. Herr Carter, ist es für Sie unersichtlich, wo sich in diesem Gebäude der Haupteingang befindet? Ja. Der Zeuge ist aus dem Zeugenstand entlassen. Die Befragung ist nicht zulässig. Ich rufe Ethan Carter in den Zeugenstand. Er ist bereits im Zeugenstand gewesen. Er ist nicht mehr im Zeugenstand. Die Befragung ist nicht rechtens. Die Staatsanwaltschaft hat die Vorwürfe geändert und möchte somit die Zeugen erneut befragen. Herr Schwarz, ich denke, ich habe genug gehört. Nichts für ungut. Setzen Sie sich bitte auf den Platz. Alles klar, euer Ehren. Herr Kolisi, wollen Sie noch den Herrn Montero aufrufen? Was das Wagen drin? Ich denke fast, das wird gar nicht nötig sein. Alles klar, dann machen wir das. Ich möchte nur noch hinzufügen, dass ich mich anstandslos habe festsetzen lassen, als er mich darum gebeten hat. Anstandslos? Absolut. Ich habe mich in keinster Weise gewehrt. Anstandslos heißt, dass du keinen Anstand hattest. Ja. Anstandslos. Also, das heißt, kann ich nur voll und ganz zustimmen, euer Herr. Das heißt, Sie haben sich ausgezogen und haben sich dann festnehmen lassen, oder wie? Wenn er das gewünscht hätte, hätte ich das getan. Ich bin ein gesetzestreuer Bürger. Okay, Herr Kolesi, das Ding ist nur, er macht die Gesetze nicht, sondern die Legislative macht die Gesetze. Korrekt. Und wenn es das Gesetz verlangt, dass ich mich ausziehe vor einer Festnahme, dann tue ich das. Aber das verlangt das Gesetz Gott sei Dank nicht. Gut. Deswegen bleibt uns das erspart. Dann habe ich nichts Falsches getan. Nein, das ist in diesem Fall jedenfalls nicht. Nun denn, dann kommen wir zum nächsten. So. Herr Schwarz, ja. Sie fordern, nehme ich an, immer noch das von den übrig gebliebenen Anklagepunkten, das Gesamtmaß von 2.500 Dollar? Wir fordern ein Strafmaß in Höhe von 2.500 Dollar. 2.500? Richtig. Alles klar. Dann, beide Seiten können beide Seiten einmal erst der
der Kläger und danach der Angeklagte nochmal ein Schlussplädoyer ziehen, wenn sie wollen. Dies bitte ich kurz zu halten, falls es gewünscht ist. Gut, alles klar. Euer Ehren, liebe Zeugen, Herr Kollese. Ist es in unserem Staat viel verlangt, sich den Anweisungen der Polizei Folge zu leisten? Muss man jedes Mal, wenn die Polizei jemanden begegnet, davonlaufen oder eine normale Verkehrskontrolle durchführen möchte, wegfahren? Ist das wirklich nötig? Schwarz. Ja. Lassen Sie sich kurz. Ist das wirklich nötig, vor der Polizei jedes Mal wegzulaufen oder wegzufahren, Herr Montero, auch wenn Sie gerade nicht da sind? Meiner Ansicht nach nicht. Würden sich die Zivilisten einmal mit uns zusammensetzen und in Ruhe kommunizieren, wären solche... Lassen Sie mich ausreden, verdammte Scheiße, nochmal! Würde man sich einmal mit der Polizei zusammensetzen und ein Gespräch führen, Herr Schwarz, dann lassen Sie mich nochmal ausreden, ich bin doch gleich fertig! Entweder Sie fassen sich jetzt kurz oder ich... Euer Ehren, ich möchte das wirklich gerne hören. Bitte, lassen Sie den Kläger ausreden. Jedes Mal, ich wäre doch schon lange fertig, würden Sie mich nicht jedes Mal unterbrechen. Machen Sie. Ist das denn wirklich... Würden sich die Zivilisten einmal mit der Polizei an den Tisch setzen und ein ausführliches Gespräch führen? Herr Carter, Sie sind nicht mehr in Zeugenstand, halten Sie die Klappe. Herr Carter hat was gesagt? Ja. Und ein Gespräch führen? Würde dieses ganze Palaver hier in diesem Gerichtssaal gar nicht vonnöten sein. Man könnte in Ruhe miteinander reden und die Sache ganz in Ruhe klären. Aber nein, die Zivilisten sind der Meinung, sie müssten vor uns zu Fuß flüchten, sich den Anweisungen der Polizei widersetzen und wegfahren oder sogar das Feuer auf uns eröffnen. Wir haben keinen leichten Job. Ich sage nicht, dass die Zivilisten einen leichten Job haben. Aber aufgrund dessen, dass die Zivilisten in ihren Job so eine Wut aufstauen und kein Ventil haben, wo sie das rauslassen, tun sie das scheinbar bei uns. Und das ist nicht gerecht. Ich bin fertig. Wunderschöne Worte. Und Herr Schwarz, ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Herr Kollesi Sie vorher Möglichkeit... Nehmen Sie mir nicht alles Möglichkeit weg. Gegeben hat, nehmen Sie es mir nicht weg. Euer Ehren, ich ergreife hiermit das Wort. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Euer Ehren, lassen Sie bitte das den Herrn Kollesi reden. Herr Kollesi, Sie können. Ja. Euer Ehren, Herr Schwarz, sehr geehrte Zeugen, wir haben uns alle hier versammelt, um mir irgendwie alles in die Schuhe zu schieben. Ich finde das sehr schade, sehr schade, denn ich bin ein anständiger Bürger. Ich bin zu keiner Zeit jemals vor irgendeiner Kontrolle geflüchtet, weder zu Fuß noch mit dem Auto. Ich bin jederzeit bereit, mit Polizisten, wer auch immer es sein möge, einen Kaffee zu trinken und über Gott und die Welt zu reden. Ich bin der Letzte, der dort Nein sagt. Wenn Sie Probleme haben, schreiben Sie mich an. Abschließend möchte ich nur noch sagen, ich bin unschuldig. Vielleicht hat der Herr Schwarz irgendein persönliches Problem mit mir. Aber ich verstehe nicht, wieso. Ich habe ihm nie etwas getan. Einspruch, das ist eine Unterstellung. In diesem Moment sind keine Einsprüche mehr zulässig. Gut, nimm das. Batsch. Entschuldigung. Hey. Das habe ich nicht gemeint. Keine Gewalt im Gericht. Ich habe auf den Tisch gehauen. Ich habe auf den Tisch gehauen. Um meinen Punkt klar zu machen. Halten Sie Ihre Hände bei sich. Noch so gerettet. Gut. Ja, abschließend möchte ich sagen, ich bin in allen Punkten unschuldig. Und ich bitte mir diese Unterstellungen in Zukunft, behalten Sie das für sich. Ich danke Ihnen. Ich werde mich für... Nein, ich werde mich nicht zurückziehen, ich kenne dieses Urteil bereits. Entsprechend werde ich jetzt zur Urteilsverkündung direkt kommen. Genau. In den Paragraphen des nicht straßenzulässigen Fahrzeuges bekenne ich Herrn Kollesi für unschuldig, aufgrund dessen, dass die Anklage zurückgezogen wurde. Entschuldigen Sie, Euer Ehren, haben Sie uns zugehört, dass wir die Anklagepunkte bereits zurückgezogen haben, bis auf Paragraph 4 Absatz 1? Haben Sie mir gerade zugehört?
habe gerade gesagt, dass er für unschuldig erklärt ist, da sie das zurückgezogen haben. Vollständigkeitshalber sage ich das Ganze nochmal, liste ich das Ganze nochmal auf. Sind auch fahren Sie fort. Des Weiteren bitte ich Sie, mich während meines Urteilsverkündungs nicht zu unterbrechen. Sollten Sie das nochmal tun, wird ein Bußgeld auf Sie zukommen. Ja, das ist in Ordnung. Der Geschwindigkeitsüberschreitung von 25 km/h ist es ebenso ergangen, genauso wie dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, der Fahrerflucht. Und genau, so, das war's. So, dann komme ich hiermit zu meiner Urteilsverkündung. Gefordert wurden $2,500 von der vom Herrn Schwarz und diese werden auch das Urteil sein. Sprich, hiermit verurteile ich Sie, Herr Kollesi, zu $2,500 Strafe. Damit ist das Urteil rechtskräftig und unanfechtbar. Wieso? Ich möchte in Revision gehen. Unanfechtbar, Herr Kollesi, Sie haben verloren. Ich frage mich, wieso? Herr Kollesi, stellen Sie sich vor, Sie sind Richter. Stellen Sie sich vor, Sie leiten eine Verhandlung. Stellen Sie sich vor, es geht um einiges an Geld. Um, ja, was weiß ich, zum Beispiel eine Strafe von 100.000. Stellen Sie sich vor, wie oft der Angeklagte in Revision gehen würde, wenn er jedes Mal verlieren würde. Richtig, wir hätten nichts anderes mehr zu tun, als nur Revision aufzuarbeiten. Ich ja, da kann er nicht doch nichts für. Ja, da können Sie gegebenenfalls nichts für, aber dennoch werden deswegen Revisionen nicht zugelassen. Oh, aber ich bin unschuldig, verdammte Scheiße. Nun denn, das Urteil wird von mir vollstreckt. Wir werden gleich zusammen hochgehen. Sie können das Geld abheben. Wir werden es mir übergeben und anschließend werde ich es dem Herrn Schwarz übergeben. Und hiermit ist dann die Setzung des Verfahrens beendet. Gut,